Dann wollen wir mal sehen. Wieso kann ich das jetzt hier nicht platzieren? Mal eben gucken. Brauche ich da noch irgendwas für? Eine einfache Holztür, die es wie jede andere ermöglicht, den Unterschlupf zu vollenden und Außenseitern den Zugang zu versperren. Ja, aber wie baue ich die denn jetzt? Weil die werde ich doch bestimmt schräg einbauen können und nicht, muss ich doch nicht wie so eine Falltür einbauen. Ach, das ist aber alles noch irgendwie unausgereift hier. So, machen wir da erstmal zu. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Ah, oder. Ach so. Das war jetzt natürlich blöd, die da hinzubauen. Jetzt verstehe ich das. Alles klar, was das Problem ist. Was ist das hier? Eine Holzrüstung. Holzrüstung? Nee, das nicht. Die Tür bitte. Nein, ich will die Tür. Oh Mann, ey. Es ist echt der pure Horror. Jetzt das hier weg. Wieso? Gut, befreien. So, zack und zack. Das da bitte wegkloppen. Also daran liegt es ja, glaube ich, nicht. Da können wir also die Falltür da wieder wegnehmen. Wieso hat er jetzt die da nicht gleich mit abgebaut? Verstehe ich nicht, warum der da jetzt den Stein nicht weggekloppt hatte eben mit. Na egal, macht der es halt. Genau, kloppt mal die ganzen Dinger da weg. Es muss ja noch nicht sein, dass wir da das grüne Gestrüpp hier in der Wohnung haben. Sehr merkwürdig alles. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen mehr drüber lesen über das Spiel. Äußerst merkwürdig alles. So, Holzrüstung und so weiter und so weiter. Das machen wir jetzt aber nicht. Sondern wir werden jetzt erstmal eben gucken. Das können wir alles nicht herstellen. Hier brauchen wir ein Seil. Das haben wir noch gar nicht. Zombie-Gehirn. Irgendwie haben wir jetzt gar nichts, was wir noch herstellen könnten. Ich das so richtig sehe. Nö, nix. So, ich werde den jetzt nochmal Essen hinlegen. Den. So, ist da mal Essen auf dem Tisch steht hier. Also ich weiß nicht, wie ich das noch weiter zumachen kann. Ich werde jetzt auch gleich hier mal mit der Aufnahme aufhören. Und ich werde mich da mal schlau machen, wie man die Zwerge dazu bringt. Wo bin ich jetzt hier rüber? Achso, ist jetzt einer totgegangen oder was? Ah, jetzt kommen hier Skelette oder wie? Ach du Scheiße. Nee, das ist so eine Invasion. Hier ist die Zeit abgelaufen. Leute. Leute. Geh da rein, Junge. Nein, nicht entfernen. Das sollten wir auf jeden Fall zulassen, weil das hier ist zu viel. Das, alter Schwede.
Ja, der hat doch eben jetzt das blöde Schlafsymbol gehabt. Mal gucken, ob der jetzt schlafen geht. Oh nee, ey, jetzt kloppen die da auf meiner Tür rum. Und hauen die wahrscheinlich gleich kaputt. Wo ist denn das Bett hin? Ach, das habe ich abgebaut. Der kann ja überhaupt nicht. Moment mal, Leute. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Moment, das habe ich ja hier draußen. So, stell das jetzt mal dahin, verdammt. Und dann... Geh schlafen. Jetzt kann er wieder nicht schlafen gehen, weil die werden jetzt angegriffen. Jetzt kloppen die mir die Zwerge alle kaputt. Leute, abhauen bringt nichts. Ihr müsst die angreifen. Ach du Scheiße. Ja, jetzt sind meine ganzen Zwerge alle hinüber. Ja, die kommen jetzt natürlich nicht mehr weg. Scheiße. Was war das jetzt? Da oben haben sie auch kaputt gekloppt. Ich gehe gegen. Das ist doch... Okay, das ist schon echt krass. Jetzt voller Panik, jetzt hauen die mir alle ab, ey. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was ich dagegen tun kann. Ja, ich glaube, das ist, muss ich jetzt wohl so hinnehmen und hoffen, dass wir irgendwie bis zum Tag überstehen. Das war's mit dem Zwerg hier. Der ist eigentlich schon so gut wie hinüber. Was baut der das hier jetzt ab? Ja. Zack, da ist ein Zwerg. Haben sie mir kaputt gemacht. Drei Stück habe ich nur noch. Ja, das war es jetzt. Ja. Ja, ich glaube, das war's dann. Okay, ich würde jetzt mal hier die Aufnahme beenden. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir fangen beim nächsten Mal nochmal eine neue Karte an. Und vorher muss ich da erstmal sehen, wie man die Zwerge dazu bringt, zu schlafen und all so ein Kram. Das ist ja echt, echt gediegen. Dass das immer nicht so richtig hinhaut. Ja, immer permanent irgendwie dann noch dieses... Ich weiß nicht, warum die nicht schlafen gehen, weil dieses Totem ist ja nun da und der sagt ja auch hier grün, alles ist gut, ja. Heimatzone ist sicher und so weiter. Und trotzdem legen die sich nicht hin. Ich verstehe das nicht so ganz. Und ja, wenn man die natürlich keine Energie auffüllen können zwischendrin, dann hat man natürlich das Problem, dass die auch... Ja, dann gehen die natürlich drauf, ja. Da kannst du machen, was du willst. Ja, egal. Wir gucken beim nächsten Mal, beginnen dann eine neue Karte und versuchen das Ganze nochmal professioneller anzugehen. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.